Das Bauingenieurwesen zählt vermutlich zu den ältesten Studiengängen der Welt und bildet den perfekten Grund für einen der vielfältigsten Jobs überhaupt. Denn gebaut wurde schon immer und sicherlich werden auch neue Bauwerke auch immer weiter gebaut. Umso wichtiger ist auch eine gute Ausbildung unserer zukünftigen Bauingenieure und daher freut es mich umso mehr, meinen heutigen Gast, Professor Yannick Poschert, hier beim Global Podcast zu begrüßen. Er ist Professor für Baustatik und digitales Planen an der Hochschule Trier. Yannick, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Janik, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, in gewisser Weise hast du das schon vorweggenommen. Ich bin Professor für Baustatik und digitales Planen an der Hochschule Trier. Sehr schön. Ja, um Professor zu werden an der Hochschule Trier, auch für Baustatik und digitales Planen, geht es ja mit Sicherheit noch einiges vorher. Du hast mit Sicherheit dann auch Bauingenieurwesen studiert. Erzähl doch mal so ein bisschen was von deinem Werdegang, wie da die Entwicklung war. Ja, sehr gerne. Also geboren wurde ich 1991 in Kaiserslautern. Da hat die ganze Reise gestartet und habe dann eigentlich meine gesamte Schul- und Hochschulausbildung auch in Kaiserslautern absolviert. Hatte mich schon während meiner Jugend sehr für Physik interessiert und tue ich eigentlich bis heute noch. Hatte mich dann nach meinem Abitur 2011 zu einem klassischen Physikstudium an der TU Kaiserslautern entschlossen, musste dann aber relativ schnell feststellen, dass mir das Ganze doch etwas zu theoretisch ist und diese Greifbarkeit und der Praxisbezug mir dann gefehlt hatte, sodass ich mich dann nach einem Semester umentschieden hatte und neu überlegt hatte, was für mich in Frage kommen würde und dachte, das muss auf jeden Fall ein Ingenieurstudiengang sein. Und dann ist es so, dass mein Vater tatsächlich auch Bauingenieur ist und in unserem Heimatort ein Ein-Mann-Statikbüro betreibt, sodass ich da auch schon seit Kindheitstagen Einblicke hatte, was seine Tätigkeit angeht. Und ich dann einfach wusste, das finde ich auch sehr spannend, wird mich auch sehr interessieren. Und so bin ich eigentlich zum Bauingenieurwesen dann gekommen. Bei dir ist es ja ganz ähnlich, das heißt, du kannst wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen, wie sich das manchmal entwickelt. Und ich habe ja auch schon jetzt oft mitbekommen, dass es eigentlich keine Seltenheit ist, sondern gewisserweise scheint das in der DNA verankert zu sein. Den Bezug zum Bauwesen. Dann war ich während meines Studiums auch schon Mitarbeiter in meinem väterlichen Büro und da hauptsächlich im Einfamilienhausbau tätig. Im Studium habe ich dann Bachelor und Master in Kaiserslautern studiert mit Vertiefungsrichtungen in Statik, Stahlbau und Massivbau und habe das 2016 abgeschlossen, bekam dann direkt im Anschluss die Chance beim Fachgebiet Stahlbau bei Professor Wolfgang Kurz zu promovieren, was ich dann auch annahm, das Angebot, und habe die Promotion 2020 abgeschlossen. Danach fing ich in einem Sachverständigenbüro in Trier an, wo es hauptsächlich um Bauschadensbeurteilung ging, also das Verfassen von Gerichts- und Versicherungsgutachten. Das Ganze lief da vollständig papierlos, sehr stark digitalisiert und automatisiert. Und gerade als junger Berufsanfänger fand ich das schon unheimlich spannend und habe da schon das ganze Potenzial, ja, aktiv miterleben können. Musste aber auch feststellen, dass es für mich als sehr konstruktiver Ingenieur dann doch etwas unattraktiv war, erst nach Schadenseintritt aktiv zu werden. Und hatte mir dann gewünscht, eher an diesem Schaffungsprozess auch mich beteiligen zu können und hatte dann beruflich gewechselt in ein Prüfingenieurbüro in Kaiserslautern, wo ich 2 Jahre gearbeitet habe und da auch die Digitalisierung stetig vorangetrieben. Gerade im Prüfingenieurwesen ist es ja auch so, dass da eigentlich hauptsächlich auf Papierplänen geprüft wird. Und da hatten wir auch unser ganzes System, die Prozesse umgestellt, um den Kunden da auch eine digitale Prüfung anbieten zu können.
Das Ganze fand ja schon in Kaiserslautern dann statt. Ich wohnte damals aber schon in Trier und bin dann auch nochmal beruflich nach Trier umgesiedelt, habe in einem Konzern im Hochleitungsbau gearbeitet, aber das Ganze nur ganz kurz, weil ich dann letztes Jahr den Ruf an die Hochschule Trier bekam und den auch annahm. Ja, sehr schön. Ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist häufig so, dass Menschen, die den Bauingenieur gemacht haben, häufig aus familiären Umfeld jemanden kennen oder auch jemanden nacheifern und dann die gleiche Richtung einschlagen. Gerade im Bauwesen ist das sehr häufig. Ich habe auch schon andere Gäste da gehabt und da war auch häufig immer die Aussage, ja okay, mein Vater, meine Mutter oder mein Familienbetrieb, unser Familienbetrieb, elterlicher Betrieb, die sind alle im Bauwesen unterwegs und dann war es eigentlich nur noch meine Frage der Zeit, wann man dann auch in das Bauingenieurwesen oder allgemein in das Bauwesen einsteigt. Und bei mir ist es ja letztendlich ähnlich. Deshalb kann ich das sehr gut nachempfinden. Jetzt hast du ja schon ziemlich viele Stationen in auch, sagen wir mal, sehr jungen Jahren auch schon durchlaufen. Und ich habe jetzt auch nochmal eins und eins zusammengezählt. Mit Anfang, Mitte 30 bist du ja auch ein sehr junger Professor an der Hochschule Trier. Ist auch nicht. Das kann ich nicht leugnen, ja. Ja, ist genau, ist ja auch jetzt nicht üblich, so in unserer Branche. Erzähl doch mal, wie hat man es denn geschafft, so jung dann doch eine so verantwortungsvolle Rolle und Position dann auch einzunehmen? Ja, ganz grundsätzlich muss man sagen, das ist nicht nur alles auf eigene Leistung gewachsen, sondern ein bisschen Glück spielt da natürlich auch immer mit rein. Und gerade, dass es jetzt in Trier sich auch ermöglicht hat, für mich, der da ja schon wohnhaft war, ist natürlich auch ein großer Zufall und ja, wie gesagt, ein großes Glück für mich persönlich. Grundsätzlich hat mich mein Weg zurück in die Lehre und Forschung geführt, über meine Zeit eigentlich als Doktorand in Kaiserslautern. Da habe ich schon eine große Leidenschaft für Lehre und Forschung entwickelt. Und ja, bekam eigentlich auch immer ein ganz gutes Feedback von den Studierenden und hat auch festgestellt, dass ich Freude daran hatte, auch komplexe Lehrinhalte verständlich aufzubereiten und möglichst anschaulich zu visualisieren. Also ein persönliches Vorbild von mir ist da auch Harald Lesch, der Astrophysiker. Da habe ich schon unzählige Stunden YouTube-Videos geschaut und mir Astrophysik erklären lassen von ihm. Der hat einfach einen tollen Erklärstil und ja, das versuche ich auch in meinen Vorlesungen ein bisschen anzuwenden. Ja, natürlich hatte ich damals auch als Doktorand schon Forschungsprojekte durchgeführt und fand es auch immer total spannend, da Neuland zu betreten. Ja, alles in allem hat mich diese Zeit dann eigentlich ermutigt, eine akademische Laufbahn anzustreben. Das ist natürlich alles andere als planbar und insofern ja, war das ein großes Glück für mich, dass es jetzt auch in meinem Wohnort Trier geklappt hat. Der Professur. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Das ist auch wirklich bemerkenswert, schon in diesen jungen Jahren Professor zu werden. Und du hast es ja auch gerade erwähnt, deine Leidenschaft ist die Lehre, die Forschung. Und da ist natürlich eine Stelle als Professor an einer Hochschule für Bauingenieurwesen ideal geeignet. Jetzt hast du ja gesagt, Lehre und Forschung, das sind ja wahrscheinlich dann so die zwei wesentlichen Punkte, für die sich dann auch ein Professor verpflichtet, erstens mal zukünftige Bauingenieure auszubilden, die in den entsprechenden Bereichen zu lehren und Neues beizubringen, also auch dann das ganze Thema Forschung. Ich würde mal mit dem Thema Lehre weitermachen und darauf tiefer eingehen. Du hast ja auch schon gesagt, Lehre schaust du auch mal von einem Herrn gewissen Harald Lesch ab. Wie würdest du denn sagen, ist denn allgemein die Lehre jetzt im Bauingenieurwesen und wie machst denn du das beispielsweise dann auch anders? Also grundsätzlich muss man ehrlicherweise sagen, dass in der Lehre so eine gewisse Systemträgheit doch erkennbar ist oder sich nicht leugnen lässt. Verglichen mit meinem eigenen Studium und der Entwicklung bis jetzt hat sich da ja technisch ein bisschen was verändert. Also bei mir lief das tatsächlich fast ausschließlich die Vermittlung der Daten über Tafelanschriebe und Overhead-Projektoren ab. Mittlerweile ist da eigentlich meines Erachtens fast vollständig auf Beamer und PowerPoint-Präsentationen umgestellt worden. Aber die Wissensvermittlung als solches, die Inhalte, die haben sich gar nicht so stark verändert über die letzten Jahrzehnte. Und auch die Arbeitsweise der Studierenden, bei mir saßen ein paar wenige mit Laptop, die allermeisten haben
also während meines Studiums meine ich jetzt, die meisten haben noch von Hand mitgeschrieben. Heutzutage schreiben eigentlich die Mehrzahl meiner Studierenden auf ihrem Tablet. Allerdings nutzen die das in dem Moment dann eigentlich ja nur wie ein Schreibwerkzeug. Das heißt, die Wissensvermittlung ist nahezu identisch geblieben, wobei das meines Erachtens auch kein großes Problem darstellt. Also gerade die Grundlagenvermittlung muss einfach oder die kann fast nicht abgekürzt werden. Insofern sehe ich das als fast essentiell an, das auch noch auf diese Weise zu lehren. Jetzt kenne ich das ja häufig so, dass ja, man sitzt da als Student in den Vorlesungen, hört sich die entsprechenden Vorlesungen an, PowerPoint, 100, 200 Slides, die rattert der Professor durch und man versucht sich dann halt seine entsprechenden Notizen zu erstellen. Aber jetzt mal eine direkte Frage, siehst du diese Art von Wissensvermittlung nach wie vor noch als den Standard oder gibt es bereits schon andere Methoden der Wissensvermittlungen, die, sagen wir mal, ein bisschen interaktiver sind oder mal andere Richtungen einschlagen und so weiter? Also, ja, was das angeht, habe ich auch einige Ideen, die ich bislang noch nicht persönlich umsetzen konnte, aber meine Vision, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir als Professor, meine Vision ist, das wirklich interaktiver zu gestalten, denn wenn ich in der 180. Minute einer Vorlesung irgendeine wichtige Information noch nenne, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Studierenden, wenn die dann irgendwann vor einem Problem stehen, sich noch an genau diese eine Information erinnern. Insofern würde es in meinen Augen Sinn machen, wenn Studierenden zum Beispiel Problemstellungen bearbeiten und zu dem Zeitpunkt, wo sie an gewisse Probleme stoßen, dann die entsprechende Information erhalten, um dann voranzukommen. Ich glaube, dann verankert sich das Ganze viel besser, als wenn man sich da einfach 180 Minuten, bei uns gehen die wirklich zweimal 90 Minuten, die Lehrveranstaltungen, also recht große Blöcke, und über diese Dauer einfach berieseln lässt, um es mal salopp zu sagen. Das Ganze ist mit den aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen auch noch nicht möglich umzusetzen, aber da stecke ich auch so ein bisschen Hoffnung in die künstliche Intelligenz. Da habt ihr zum Beispiel ja auch als Softwarehersteller eine KI-Assistentin bereits veröffentlicht. So wäre das ja auch vorstellbar in der Lehre, dass nicht ich als Einzelperson meinen Studierenden Grundlagenfragen beantworte. So würde in einem Semester von 100 Studierenden quasi immer nur ein Hundertstel Professor zur Verfügung stehen, sondern dass jeder Student individuell mit einem KI-Professor kommunizieren kann und direkt zielgerichtet die Fragen stellen kann, die die aktuellen Problemstellungen betreffen. Und das werden ja auch nicht jedes Mal oder von Semester zu Semester grundlegend andere Fragen sein, sondern gerade wenn man den ersten Kontakt zu dem Lehrstoff hat, dann wiederholen sich die Fragen ja ganz häufig. Ich denke, die gleiche Feststellung habt ihr auch mit eurem KI-Assistenten gemacht. Absolut. Also ich finde die Idee richtig spannend und ich versetze mich jetzt auch hier nochmal in die Lage eines Studenten und ich war ja auch selber mal Student und das hätte mir damals im Studium auch sehr viel weitergeholfen, weil die Fragen der Studenten sind ja häufig immer gleich ähnlich. Klar, die ändern sich ein bisschen mit der Art und Weise des Themas, aber grundsätzlich in den Bereichen Statik kommt da ja nicht mehr so viel hinzu, vor allem wenn man dann mit der Zeit eine gewisse Wissensdatenbank mit sich aufgebaut hat und die Wissensdatenbank dann mit Hilfe der KI richtig miteinander verknüpft, dass sobald ich eine Frage stelle, die entsprechende Antwort kommt. Und diesen Ansatz finde ich sehr spannend, den auch in der Lehre umzusetzen und auch entsprechend für die Studenten einzusetzen. Genau, zumal ich die Hoffnung habe, dass dann auch die Hemmschwelle etwas geringer ist. Wenn ich beispielsweise am Ende einer Lehrveranstaltung die Runde frage, ob noch Fragen bestehen, ist natürlich immer auch aus Sicht der Studierenden gehört etwas Mut dazu, sich dann zu outen vor der gesamten Runde und zuzugeben, dass man irgendwas nicht verstanden hat. Wobei man ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht weiß, dass es eigentlich 90% der Kommilitonen genauso geht und da vielleicht etwas unverständlich ist. Diese Hürde besteht einfach und bei der Kommunikation zu einem KI-Assistenten wäre das vielleicht einfach alles etwas niederschwelliger. Ja, sehr spannend. Jetzt mal
Abgesehen von dem KI-Assistenten, siehst du noch weitere Möglichkeiten oder Maßnahmen, die Lehre zu optimieren und effektiver für die Studierenden zu gestalten? Ja, definitiv. Die Corona-Pandemie hat ja einen ganzen Aufschwung auch für Online-Lehre gegeben. Wir haben jetzt mittlerweile die Feststellung gemacht, dass zumindest unsere Studierenden unterm Strich eine Präsenzlehre tatsächlich bevorzugen, weil zum Beispiel weniger Ablenkung im Hörsaal herrscht, als wenn die jetzt das halt zu Hause sich anhören würden. Man hat natürlich eine viel höhere Flexibilität, wenn man in kleinen Portionen sich zum Beispiel das über Videos anschauen kann, aber Flexibilität führt auch immer zu einer Verschiebung der Verantwortung hin zum Studierenden und dann schiebt man das vielleicht so lange auf, bis es dann irgendwann nicht mehr einholbar ist. Und so hat man geregelte Stundenpläne, ist einfach stundenlang im Hörsaal zusammen mit seinen Kommilitonen und das bevorzugen unsere Studierenden tatsächlich so für die Wissensvermittlung. Deshalb haben sie sich ja auch für uns entschieden. Aber es ist nicht abzustreiten, dass auch durch Corona mutmaßlich ein großer Aufschwung bei den Fernhochschulen stattgefunden hat. Beispielsweise mal die Studierendenzahlen der IU, International University zu nennen. Die hatten 2016 noch 10.000 Studierende immatrikuliert. Mittlerweile, 2024, sind das über 130.000. Und die bieten genau sowas an. Sie sind mittlerweile Deutschlands größte Hochschule. Ermöglichen mit ihrem Konzept aber auch Personen das Studium, die an klassischen Hochschulen vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hätten, weil die zum Beispiel schon in einem anderen Beruf stehen, vielleicht auch finanziell dann dadurch etwas mehr unter Druck stehen oder Kinder betreuen müssen. Also die haben da wirklich absolute Flexibilität. Aber da steht meines Erachtens auch noch das Langzeitfeedback der Bauwirtschaft aus, wie diese Absolventen der IU sich dann im Arbeitsmarkt auch beweisen können. Genau, in gewisser Weise, deine Frage war ja, was ich noch als weitere Optimierungsmöglichkeiten sehe. Das wäre also jetzt für uns an der Hochschule Trier die Möglichkeit, auch mit hybriden Formaten zu arbeiten und so ein bisschen mehr den Studierenden entgegenzukommen. Mit Online-Bausteinen auch eine individuellere Lehre, interaktivere Lehre durch zum Beispiel Online-Übungen anzubieten. Das ist für mich absolut denkbar oder werde ich auch anstreben. Aber eine vollständig digitale Lehre ist, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung, aber auch nicht die beste Form der Wissensvermittlung. Mhm. Alles klar. Du hast das Thema schon angesprochen von den Studierendenzahlen am Beispiel der EU, also der International University. Das ist ja, die bieten ja Fernstudiengänge an. Da würde mich jetzt noch von deiner Seite interessieren, wie haben sich denn die Studierendenzahlen im Bauingenieurwesen entwickelt und welche Erfahrungen macht ihr an der Hochschule Trier damit? Also grundsätzlich beklagen ja aktuell viele Präsenzuniversitäten und Hochschulen ein Rückgang der Studierendenzahlen. Bei uns an der Hochschule Trier sind die auch etwas rückläufig gewesen in den letzten Jahren. Das Bauingenieurwesen bildet da glücklicherweise eine kleine Ausnahme. Die sind tatsächlich relativ stabil geblieben. Die Immatrikulationszahlen oder Erstsemesterzahlen mit ungefähr 80 bis 90 Studierenden, das ist so die Größenordnung, die sich hier an unserer Hochschule einschreiben. Und darüber sind wir natürlich sehr glücklich. Das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht, gerade zumal Bauingenieure händeringend an gefühlt allen Stellen gebraucht werden, sei es in Bauunternehmen, sei es in Planungsbüros, sei es in den Ämtern, sei es in der Forschung, also letztendlich überall. Macht man sich auch in der Hochschule Gedanken, wie man die Attraktivität des Bauingenieurs in die Höhe schrauben kann, sodass die Anzahl der immatrikulierten Studenten für das erste Semester mehr werden? Also es ist ja zu beobachten, dass gerade private Hochschulen wie zum Beispiel die IU auch sehr viel aktiver auf Social Media Kanälen sind und insgesamt deutlich stärkeres Marketing betreiben als jetzt die klassischen staatlichen Hochschulen, was sicherlich auch zu dem Zuwachs an Studierendenzahlen beigetragen hat. Da können wir aber auch eigentlich gar nicht wettbewerbsfähig sein, jetzt als staatliche Hochschulen, dass wir hier ein sehr großes Werbeetat
zur Verfügung hätten. Das ist aktuell auf jeden Fall nicht so. Und grundsätzlich sollten wir in meinen Augen versuchen, auf jeden Fall auf eine hohe Qualität der Ausbildung zu setzen, auch da die Kontinuität in gewisser Weise zu halten. Und unsere Lehrinhalte sollten aber auch optimiert werden. Ich sagte ja schon, wir haben immer noch relativ klassische Inhalte. Im Bauingenieurwesen ist ja so, dass erstmal die Grundlagen vermittelt werden, dann fächert sich das auf in die ganzen werkstoffspezifischen Berechnungen jetzt im konstruktiven Ingenieurbau. Allerdings muss da in meinen Augen auch Raum geschaffen werden für Zukunftskompetenzen, dass die auch vermittelt werden. Zum Beispiel der sinnvolle Umgang mit künstlicher Intelligenz, das wird alle zukünftigen Absolventen auf jeden Fall sehr stark beeinflussen in ihrem Berufsleben. Außerdem ganz elementare neue Kompetenzen, der Umgang mit Building Information Modeling und insgesamt Digitalisierung, aber auch nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen, das sind absolut die Themen der Zukunft. Und das muss auch an den Hochschulen stärker in die Studiengänge integriert werden. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, die Lehrpläne sind ja eigentlich schon voll. Das heißt, es muss auch irgendwo ein Abstrich gemacht werden, um diese neuen Inhalte auch noch unterzubringen. So, und jetzt hast du ja gerade gesagt, Lehrpläne sind ja schon voll. Diese neuen Kompetenzfelder für die Zukunft, sei es KI, sei es BIM, allgemeines digitales Planen und Bauen, sollen ja auch mit in den Lehrplan integriert werden. Wie schafft ihr es aber jetzt, einen vollen Lehrplan mit neuen Themen, Kompetenzen für die Studierenden zu erfüllen? Ja, das ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Angelegenheit. Meine Meinung dazu ist, dass was die Grundlagenfächer angeht, was wie Mathematik, technische Mechanik, Werkstoffkunde, Statik, also wirklich die Grundlagenfächer, die sind auf jeden Fall essentiell. Die müssen auch weiter gelehrt werden, denn ohne dieses Wissen und auch dieses ingenieurtechnische Weltbild, was sich ja jeder junge Student erstmal entwickeln muss, lassen sich dann später zum Beispiel auch Programmergebnisse oder eventuelle Aussagen einer künstlichen Intelligenz gar nicht bewerten. Also, um es mal überspitzt zu sagen, das wäre ein sehr großer Fehler, blinde Programmanwender auszubilden oder blinde ChatGPT-User, sondern wir müssen Grundlagen vermitteln, dann aber auch diese neuen Technologien, die ich eben nannte, aktiv ins Studium einbringen und in die Lehre und den Studierenden vielmehr dieses kritische Hinterfragen dieser Technologien, beispielsweise durch Plausibilitätsprüfungen, beibringen. Das sind in meinen Augen einfach ganz neue Werkzeuge, die jetzt zur Verfügung stehen und es ist ja absolut falsch, die zu verteufeln und in der Lehre komplett auszuklammern. Dafür sind die viel zu wichtig. Ich sehe das Ganze eher als, ich sag mal, neue Evolutionsstufe, genauso wie irgendwann der Taschenrechner eingeführt wurde. Können wir sagen, warum muss man jetzt weiter Kopfrechnen im Schulunterricht behandeln, wenn es ja jetzt den Taschenrechner gibt? Naja, es geht mit einem ganz einfachen Gegenbeispiel, kann man das beantworten. Wenn man minus 3 zum Quadrat in den Taschenrechner eintippt, wird als Ergebnis minus 9 rauskommen. Dann ist schon die Frage, wie wurden hier Klammern gesetzt? Wenn ich Klammern setze, kommt plus 9 raus. Also man muss das Ergebnis einfach bewerten können. Ganz früher haben die Ingenieure, beispielsweise mein Vater, als der angefangen hat in seinem Berufsleben, eigentlich ja alles von Hand berechnet als Statiker. Das heißt, in gewisser Weise konnte er jeden Schritt nachvollziehen. Irgendwann gab es dann die Einführung von Statikprogrammen, auch finite Elemente, Software, die ja dein Vater mitgeprägt und entwickelt hat. Und dann ging es ja eigentlich schon so los, dass man als Ingenieur gar nicht mehr jeden einzelnen Rechenschritt hinterfragen konnte, was aber auch gar nicht mehr notwendig war. Und es ist dadurch viel effizienter geworden. Dadurch, dass es diese Programme gab, konnte in kürzerer Zeit viel mehr Berechnungen starten, musste aber die Ergebnisse hinterfragen. Und das wird vermehrt wichtig werden in Zukunft, wenn wir jetzt nicht nur auf Rechenprogramme setzen, sondern zum Beispiel auch auf künstliche Intelligenzen zum Generieren von Texten, müssen wir auch das Ergebnis hinterfragen können, kritisch hinterfragen können dann unterm Strich aber effizienter arbeiten.
wenn wir sinnvoll diese Technologien einsetzen. Um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, das Thema dann abzuschließen. Aktuell ist ja die Denkweise vieler Bauingenieure, dass alles noch von Hand nachgerechnet werden muss. Also das muss es nachrechnen können. Deshalb sind ja alle Eurocode-Formeln, die ja das technische Regelwerk als Basis darstellen der ganzen statischen Berechnungen, so aufgebaut, dass das alles noch für Handrechnungen umsetzbar ist. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel im Stahlbau einen Biegetrillknick oder Plattenbeulnachweis von Hand nach Eurocode führe, verstehe ich dann wirklich jeden einzelnen Schritt, kenne ich wirklich die Hintergründe all der Variablen, die da Eingang finden. Und würde ich es wirklich feststellen, wenn ich da jetzt in der Zeile verrutsche und einen unplausiblen Beiwert irgendwo an irgendeiner Stelle einbaue? Meine Antwort darauf ist eigentlich nein. Auch da muss ich das Endergebnis kritisch bewerten, Größenordnung mit einer Plausibilitätskontrolle vielleicht auch verifizieren. Und genauso gut kann ich das Ganze dann auch an ein Programm abgeben und dessen Berechnungsergebnis hinterfragen. So muss in meinen Augen die Arbeitsweise der zukünftigen Ingenieure aussehen. Was Berechnungsergebnisse angeht, so tut sich das ja eigentlich schon heute, aber mit dem neuen Werkzeug KI, generative KI, muss das noch viel mehr dann auch in der Praxis angewandt werden. Absolut, zu 100%. Am Ende des Tages sitzt vom Computer, vom Taschenrechner oder vor einem KI-Tool immer noch ein Mensch und dieser muss das dann auch richtig bewerten können, kritisch auch kritisch hinterfragen, so wie du es gerade gesagt hast. Und diese Tools sind letztendlich nur Werkzeuge. Sie helfen uns in unserem Daily Doing, in unserem Daily Business. Genau. Allerdings können wir denen nicht zu 100% unsere wichtige und hohe Verantwortung in ihre Hände legen. Das ist dann immer noch die Aufgabe von uns Ingenieuren. Absolut. Absolut. Ja. Jetzt hast du das schon gesagt. Zukunft, KI, du hast ja auch ein eigenes Forschungsprojekt, und zwar das Forschungsprojekt Mixed Reality in der Baupraxis. Vielleicht möchtest du da mal ein bisschen drauf eingehen, um was es sich dabei handelt und was du mit dem Projekt auch erreichen möchtest. Grundsätzlich stellen wir ja fest, dass Bauprojekte zunehmend unter Einsatz digitaler Zwillinge geplant und später auch ausgeführt werden. Jetzt ist aber so, dass auf der Baustelle zumindest kein guter Zugang in aller Regel zu diesen digitalen Informationen besteht. Das heißt, spätestens auf der Baustelle wird dann in aller Regel auf Papierpläne zurückgegriffen. Das ist einfach der Stand der Technik oder der Ist-Zustand, der sich überall beobachten lässt. Und das stellt ja einen absoluten Medienbruch dar. Und schon bei der Planung ist jedem bewusst, auf der Baustelle hat man diesen Medienbruch. Und dann lässt sich einfach sagen, es sind schon Mixed Reality Brillen verfügbar. Das heißt, die Technologien existieren und werden auch in anderen Branchen bereits eingesetzt. Man muss sich das vorstellen, dass es einfach eine Brille ist, wie beispielsweise die Microsoft HoloLens, durch die man seine gesamte Umwelt ganz normal wie durch eine Brille sieht, dann aber über eine Projektion auch eine Überlagerung mit einer Augmented Reality Technologie stattfinden kann, sodass man sich quasi durch ein Bauwerk oder über eine Baustelle bewegen kann und ein digitales Bauwerk in das Sichtfeld des Brillennutzers überlagert werden kann. Damit kann man dann in Echtzeit wesentliche Planungsdaten an Ort und Stelle visualisieren und das Ganze stellt theoretisch zumindest eine Alternative zum Papierplan dar. Die großen Bauunternehmen in Deutschland, die verfügen auch schon über diese Techniken, zumindest zu Vorführungszwecken. Die kleinen und mittleren Unternehmen allerdings haben davon entweder noch gar nicht gehört, beziehungsweise eine Nutzung ist da eigentlich völlig undenkbar zum aktuellen Zeitpunkt, weil es einfach viel zu viel Ressourcen kosten würde, in die Technologien zu investieren und die Mitarbeiterschulungen und so weiter. Das heißt, mit meinem Projekt, mit diesem Forschungsprojekt, was ich glücklicherweise
von der Carl Zeiss Stiftung bewilligt bekam oder die Stiftung das fördert, möchten wir jetzt diese Brillen einfach mal einem Praxistest unterziehen. Das heißt, zuerst mal unser Hochschulgebäude hier digital zugänglich machen. Das heißt, wir können uns dann in ein, zwei Jahren hier durch unser Bauingenieurgebäude bewegen und eben die ganzen Bauwerksinformationen einblenden lassen. Und wenn wir das hier gut in den Griff bekommen haben, möchten wir das Ganze an einem echten Bauprojekt hier in der Umgebung Trier ebenso testen und dann auch die Praxisvertreter damit einbinden, die Brille allen Beteiligten mal zur Verfügung stellen, um zu prüfen, ob das wirklich eine echte Alternative zum Papierplan darstellen könnte. Kann ich mir das dann vorstellen, dass dann die Bauarbeiter mit so einer Brille auf der Baustelle herumrennen? Womöglich. Zumindest Polier- oder Bauleiter jetzt vielleicht im ersten Schritt, die zumindest auch heute schon die Anweisungen an andere Arbeiter geben und immer den Überblick halten müssen, was schon ausgeführt wurde, was noch ansteht. Wenn wir zum Beispiel an Bewährungsverlegungen denken, dann ist ja eigentlich eine kleine Information, die man zu jedem Zeitpunkt benötigt, bis man die Arbeit zum Beispiel erstmal in einem DIN A0-Plan auf Papier bei Wind und Wetter geortet hat, diese Information, wie viel Eisen oder welche Position von Eisen jetzt an welche Stelle zu platzieren ist. Das Ganze ist ja eher ein Suchen nach Zahlen manchmal auf diesen großen Plänen mit 50 oder mehr einzelnen Bewährungspositionen. Und das Ganze könnte vereinfacht werden durch das Tragen dieser Brille. Aber auch Ausführungsfehler würden sich dadurch meines Erachtens vermeiden lassen, wenn man auf einen Blick sieht, da gibt es keine Deckungsgleichheit zwischen digitalem Modell und Realität. Das heißt, man könnte auf einen Blick Abweichungen feststellen. Damit würden sich im Best-Case-Szenario auch Ausführungsfehler vermeiden lassen bei Bewährungsverlegungen. Das kann man ja auch noch verhältnismäßig einfach korrigieren, wenn man jetzt aber wirklich, und das auch, habe ich auch in meiner Praxiszeit häufiger feststellen können, dass dann ganze Bauteile, Stahlbauteile vertauscht werden, an falschen Stellen eingebracht werden. Und das ist dann gut auch im Stahlbau manchmal noch korrigierbar, je nachdem, wie weit das Projekt schon fortgeschritten ist. Aber das sind oft einfach zu vermeidende Fehler, die dann aber einen riesen Impact auf den Baufortschritt und auch auf die Kosten und Nachhaltigkeit eines Projektes auswirken. Jannik, als Hochschulprofessor bist du ja in der Lehre hauptsächlich tätig und dafür ist es ja auch notwendig, Studierenden bei ihren Abschlussarbeiten zu begleiten. Und da würde mich jetzt einfach mal von deiner Seite interessieren, was hast du denn bereits schon für Abschlussarbeiten begleitet und welche Ergebnisse von Arbeiten konntest du auch für dich entdecken, die du betreut hast? Und welche haben dich dabei beispielsweise auch stark beeindruckt? Also grundsätzlich bin ich ja jetzt ein gutes Jahr an der Hochschule, das heißt, einige Bearbeitungen laufen aktuell auch noch, aber ein paar Einblicke kann ich gerne auf jeden Fall schon mal geben. Ich versuche bei Abschlussarbeiten das auch so zu handhaben, also es besteht bei mir eigentlich kein Mangel an Forschungsideen, sondern es ist eigentlich eher eine Frage der fehlenden Ressourcen. Alles, was ich dann nicht im Forschungsprojekt bearbeiten kann, gebe ich dann irgendwie als Abschlussarbeiten aus, um auch die Studierenden da zu integrieren. Und versuche da auch immer so ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu schaffen. Und ein Thema, was ich besonders spannend bisher fand, war, dazu haben wir uns inspirieren lassen von der Biografie über Elon Musk von Isaacson, die ich sehr spannend fand. Also menschlich und politisch ist das natürlich alles etwas fragwürdig, was er da gerade in letzter Zeit so von sich gibt. Aber als Ingenieur und Unternehmer ist es ja wirklich eine beachtliche, es sind auch beachtliche Leistungen, die er bislang schon bewerkstelligt hat. Und er hatte sich ja, also Elon Musk hatte sich die Frage gestellt, wie groß die Kosten sind für die einzelnen Bauteile einer Rakete im Vergleich zum Endpreis einer Rakete, bevor er in der Raumfahrtindustrie tätig wurde und SpaceX gegründet hat. Also eine ganz triviale Fragestellung eigentlich. Wenn eine Rakete am Ende 20 Millionen Dollar kostet, was würde es kosten, die reinen Rohstoffe, also die reinen Elemente, das reine Aluminium, den reinen Stahl, Treibstoff und so weiter einzukaufen? Und der Faktor,
der dazwischen liegt, den hat er ganz provokant als Idiot Index bezeichnet, weil er sagt, man muss im Prinzip gewisserweise Idiot sein, um diesen Aufpreis zu zahlen, denn der eigentliche Wert ist ja sehr viel geringer. Wenn man jetzt rein auf Rohstoff wird das betrachtet. Und dadurch haben wir uns inspirieren lassen und uns die Frage gestellt, wie das eigentlich bei Bauwerken aussieht. Da kennen wir beispielsweise die Kosten zur Herstellung eines Rohbaus. Also wir können das Ganze auch sehr greifbar mit Baukostenindizes quantifizieren. Wir wissen dann, ein Quadratmeter Stahlbetondecke mit einer Dicke von 20 Zentimetern, C20, 25 und einem gewissen Bewährungsgrad kostet nach BKI so und so viel Euro. Und das ist sozusagen die Endproduktebene darin ist, sind die ganzen Materialkosten integriert, die Herstellungskosten, die ganzen Fertigungspersonalkosten und so weiter. Aber dann können wir uns auch die Frage stellen, was kostet es denn, wenn ich das benötigte Material als Transportbeton und als Bewährung auf die Baustelle liefern lasse und das Ganze sozusagen in Eigenleistung machen würde. Dazwischen steht ja schon mal auf jeden Fall ein Faktor. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen mit der Untersuchung und analysieren, was kostet denn eigentlich die reine Zutat eines Quadratmeters Stahlbetondecke, also zum Beispiel der Zement, das Wasser, die Gesteinskörnung, Zusatzmittel oder was die Bewährung angeht, was kostet denn eine Tonne Eisenerz? Und das Ganze haben wir auch für Einfamilienhäuser so ein bisschen durchgerechnet, haben mit Werkstoffherstellern gesprochen, die uns da ein paar Insider-Infos zu ihren Zahlen gegeben haben. Und was würdest du schätzen, wie groß ist denn der Faktor zwischen reinem Rohstoff oder den reinen Rohstoffen, die benötigt werden, um einen Quadratmeter Stahlbetondecke herzustellen, zum Endprodukt, also ein fertiger Quadratmeter Stahlbetondecke im Bauwerk? Das ist schwer zu schätzen. Wir hatten zu Beginn unserer Untersuchung noch überhaupt gar kein Gefühl dafür, in welcher Größenordnung dieser Faktor liegt. Ansonsten will ich... Ich kann da nur daneben liegen, ja. Kann man wirklich nur daneben liegen. Ja. Es hat sich rauskristallisiert, dass der Faktor ungefähr bei 8 liegt. 8, okay. Ja. Wow. Also zwischen diesen einzelnen Ebenen ist er ungefähr bei zwischen 2 und 3, dieser Faktor. Also zwischen Rohstoffebene und Baustoffebene und dann nochmal zwischen Baustoff- und Endproduktebene. Ja, also zwischen 2 und 3. Das wird ein bisschen greifbarer, wenn man das mal in Kosten visualisiert. Also man sagt zum Beispiel, für ein Einfamilienhaus kostet der reine Rohbau, also der reine Massivbau mit Holz, Satteldach zum Beispiel drauf, 160.000 Euro. Und dann könnte man sagen, die reinen Rohstoffe, die in diesem Rohbau stecken, haben einen Wert von ungefähr 20.000 Euro. Und das ist natürlich schon ein immenser Sprung. Würde bedeuten, ich als Einfamilienhausbauer könnte mir viel Geld sparen, wenn ich mir in Big Bags die ganzen Rohstoffe auf die Baustelle liefern lassen würde, müsste dann aber auch anfangen, überhaupt erstmal aus Eisenerz Bewährung herzustellen und meine Kalksandsteine herzustellen, Ziegelsteine zu brennen und so weiter. Aber es steckt einfach dieser Faktor dazwischen. Und Elon Musk hatte sich ja diese Frage gestellt, bevor er die Herstellung von Raketen eigentlich revolutioniert hat. Und diese Frage wollten wir uns zu Beginn auch einfach mal stellen. Wie groß ist denn das Potenzial, was in der Baustelle oder in der Baubranche steckt? Wie viel lässt sich durch effizientere Gestaltung der ganzen Herstellungs- und Planungsprozesse denn da optimieren? Und klar, Faktor 8 ist, ist ein großer Faktor, ist aber auch jetzt nicht riesig. Also bei Faktor 100 hätte man sagen können, wir arbeiten ja scheinbar wahnsinnig ineffizient, wenn der Faktor so groß ist. Aber auch Faktor 8 ist immer noch ein recht großer Faktor. Und in unseren Augen ist es darauf zurückzuführen, dass auch die ganzen Prozesse immer noch recht konventionell sind, wenn es um die Herstellung einerseits der Baustoffe, aber auch das Verbauen auf der Baustelle, da wird ja sehr viel von Hand geschalt, Bewährung verlegt und so weiter. Und deshalb ist einfach der Faktor doch recht groß. Das heißt, in gewisser Weise besteht meines Erachtens auch schon ein Optimierungspotenzial. Ja, absolut. Habt ihr euch dann auch damit beschäftigt, wie die Faktoren in anderen Branchen, Bereichen ausschauen? Im Rahmen dieser Masterarbeit jetzt tatsächlich nicht. In der Raumfahrtindustrie weiß ich es aus den Aussagen von Elon Musk, die ich jetzt aber auch nicht
eigenständig überprüft habe, aber der sprach auch von Größenordnung zwischen 10 und 20, die da bei den Raketenkomponenten zu verzeichnen sind. Okay, ja, richtig spannend. Das ist sehr interessant. Ja, und vielleicht um noch ein zweites Thema zu nennen, ein großes Thema spielt ja auch Scan-to-BIM. Da werden Scanner eingesetzt, die manchmal zwischen 50 und 100.000 Euro kosten, um dann hochaufgelöste Punktwolken zu produzieren, die dann als Schablone dienen, um ein 3D-Modell eines Bauwerks zum Beispiel zu modellieren. Die modernen Smartphones verfügen in vielen Fällen schon über sogenannte LiDAR-Scanner. Das heißt, die sind auch schon dazu in der Lage, mit entsprechenden Apps 3D-Scans aufzunehmen, die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind von ihrer Qualität her. Natürlich auf den ersten Blick nicht konkurrenzfähig zu einem 100.000-Euro-Scanner, wäre auch verrückt. Aber da wollen wir jetzt in der Abschlussarbeit, die auch noch in Bearbeitung ist, überprüfen, wie konkurrenzfähig LiDAR-Scanner von Smartphones im Vergleich zu kommerziellen, hochpreisigen Scannern sind und für welche Anwendungsfälle auch die schon eingesetzt werden können. Denn die Kommunikation bei Bauprojekten läuft ja häufig auch so, dass irgendwie bei Bewährungsabnahmen zum Beispiel Fotos gemacht werden, manchmal Detailaufnahmen von Bewährungen dann in WhatsApp verschickt werden, sodass das für den Gegenüber, der jetzt nicht auf der Baustelle ist, ganz schwer zu verorten und zu lokalisieren ist. Und da wäre es ja von Vorteil, wenn man dann einen ganz schnellen, rudimentären 3D-Scan aufnehmen würde mit seinem Smartphone und diese Datei versenden oder auch archivieren würde. Das wäre dann in dem Fall eventuell sehr viel wertvoller als eine reine Sammlung von einzelnen Bildaufnahmen. Also das ist so eine Idee als Anwendungsfall, aber auch das werden wir in der Arbeit jetzt noch untersuchen und einfach mal so einen Praxistest unterziehen. Sehr spannend. Kann man dann die Arbeiten auch irgendwo einsehen, um sich da auch dann mal darüber zu informieren, wenn die mal fertig sind? Das ist eine gute Frage. Da muss man ein bisschen juristisch werden. Das deutsche Urheberrecht ist ja relativ streng. Das heißt, die Verfasser der Arbeit verfügen auch über die Rechte an ihrem geschaffenen Werk. Das heißt, es obliegt in dem Fall den Studierenden, ob die da gewillt sind, Ergebnisse oder ganze Abschlussarbeiten preiszugeben. Wir als Hochschule verfügen in weiten Fällen gar nicht über das Recht, die zu veröffentlichen, wobei in meinen Augen für eine gute wissenschaftliche Praxis das eigentlich auch offen zugänglich sein sollte und man einfach diese das Wissen untereinander weitergeben sollte. Bin ich auch der Meinung, als ich damals meine Abschlussarbeit geschrieben habe, habe ich auch Ausschau nach ähnlichen Arbeiten gehalten, also das Wissen, was bereits schon vorhanden wäre oder bereits auch schon erarbeitet wurde, basierend auf dem noch weitere Informationen meiner Arbeit hinzuzufügen. Allerdings habe ich mich da relativ schwer getan, weil nahezu fast keine Arbeiten öffentlich waren. Genau, ja, das ist auch meine Feststellung aus den eben besagten Gründen. Aber wenn sich jetzt jemand unter den Hörern speziell für eins der beiden Themen interessiert, kann man mich auf jeden Fall auch anschreiben und dann in Kontakt treten. Da lässt sich schon eine Möglichkeit finden. Sehr schön. Okay, alles klar. Ja, dann blicken wir mal ein bisschen mehr in die Zukunft. Ein Thema hast du ja schon genannt, das ganze Thema, ja, dieses Mixed Reality, was ja auch bei dir das Forschungsprojekt ist. Was mich aber jetzt von dir noch im Allgemeinen interessieren würde, was nimmst du denn aktuell wahr von der Entwicklung des Bauwesens anhand von Trends, Innovationen oder der allgemeinen Entwicklung des Bauwesens in die Zukunft? Also insgesamt lässt sich sagen, dass das Bauwesen weltweit für einen enormen Ressourcenverbrauch verantwortlich ist. Wir verbrauchen nämlich als Baubranche 60% der weltweiten Ressourcen und das sind unfassbar große Zahlen, nämlich ungefähr oder über 3000 Tonnen pro Sekunde wird an Material zu Bauzwecken verwendet. Das hat Professor Werner Sobeck sehr anschaulich und interessant in seiner Buchreihe Non Nobis dargestellt, so wie viele weitere Zahlen. Das heißt, wir haben da einen riesen Impact. Zukünftig müssen wir in der Baubranche deshalb grundsätzlich einfach weniger Material verbauen und die Baustoffe, die wir verwenden, so einsetzen, dass wir sie auch wiederverwenden können. So wie das
die letzten Jahrzehnte oder eigentlich auch Jahrhunderte lief, dass wir einfach alle benötigten Materialien aus der Erde rausschürfen, verschmelzen und brennen können und sozusagen aus den Vollen schöpfen können. Das wird rein physikalisch so nicht mehr lange möglich sein. Und unsere Generation von Ingenieuren, die wird das auf jeden Fall innerhalb ihres Berufslebens betreffen, dass da eine grundsätzliche Umentwicklung stattfinden muss, dass einfach die Bauwerke viel mehr in Harmonie mit der Natur stehen müssen, anstatt die Natur auszubeuten, wie das offen gesagt heute ja oft stattfindet, auch wenn es nicht so direkt greifbar ist. Und aktuell kann das schon auch sehr sinnvoll erfolgen, wenn Bauherren aus Idealismus und Eigenmotivation so nachhaltig handeln. Da, wo die das aber nicht tun, müssen in meinen Augen politisch auch Anreize geschaffen werden, ebenso nachhaltig zu bauen. Im härtesten Fall aber auch muss das durch Verbote reglementiert werden. Wenn das nicht geschieht, spätestens die Natur selbst wird das dann regeln, aber das ist der, ja, unangenehmere Weg. Insofern wäre ein weiter so, auch politisch gesehen, dann einfach verantwortungslos. Um das Ganze technisch bewerkstelligen zu können, sollten wir alle Möglichkeiten, die uns aktuell zur Verfügung stehen, also alle Werkzeuge wie beispielsweise künstliche Intelligenz, aber auch Digitalisierung vieler Prozesse, sollten wir nutzen, um dieses große Ziel zu erreichen. Sind das dann auch so die Innovationen und Technologien, die du im Bauwesen jetzt besonders stark wahrnimmst? Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und so weiter? Absolut, also ich sehe da große Chancen, um die anstehenden Probleme einfach bewerkstelligen zu können. Was ich darüber hinaus jetzt auch noch, das sind jetzt eher so langfristige Entwicklungen, von denen ich eben sprach, so aktuelle Tendenzen, die sich auch schon feststellen lassen, die ich häufig sehe, sind in irgendeiner Form Scan-to-BIM-Konzept, das heißt eine digitale Erfassung der gebauten Realität, dass mit irgendeinem Scanner Punktwolken erzeugt werden, aus denen dann BIM-Modelle generiert werden, wobei das in den allermeisten Fällen ja noch so abläuft, dass dann händisch in die Punktwolke rein modelliert wird. Auch da sehe ich noch großen Optimierungsbedarf, dass sowas dann auch automatisiert erfolgen kann, sodass man im Prinzip direkt von einer Punktwolke, die man gescannt hat, ein 3D-Modell entwickeln kann. Dann natürlich die Mixed Reality, da sehe ich ein großes Potenzial. Das alles sind erstmal Bausteine, untergeordnete Bausteine zum Erreichen dieses übergeordneten Ziels. Ganz spannend sind auch das ganze Thema 3D-Druck, entweder von Bauteilen oder von ganzen Bauwerken. Es eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, auch materialeffizient zu bauen. Und ein großes Thema ist auch einfach Bauen im Bestand und wird es zukünftig auch noch weiter bleiben, denn alle vorhandenen Strukturen, die man es schafft zu ertüchtigen, die darin gebundenen Treibhausgase und die gebundenen Rohstoffe werden einfach nicht nochmal freigesetzt. Das heißt, auch das wäre ein sehr sinnvoller Weg, den Bestand mit in dieses übergeordnete Ziel einzubinden. Also spannende Technologien, vor allem auch das ganze Thema Scan to BIM, was ich auch sehr spannend finde. Angenommen, Janik, du hättest jetzt einen Wunsch frei, was du in der Baubranche ändern könntest. Was wäre das und warum würdest du das gerne machen? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass vielleicht eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen und Veränderungen sich etablieren würde. Denn wir müssen gestehen, die Baubranche ist eher konventionell. Neue Ideen stoßen da nicht immer auf offene Ohren. Aber man sollte, das ist bei allen Systemen im Übrigen sehr sinnvoll, wenn man selbst Korrekturmechanismen zulässt. Das heißt, auch altbewährte Prozesse sollten ständig hinterfragt werden. Dieses Hinterfragen sollte im besten Fall zu Antworten oder Lösungen auch vielleicht von Schwachstellen führen und nicht zu Problemen für denjenigen, der die Fragen stellt. So häufig ist es ja auch so in der Baubranche, dass man sowas tabuisiert, dass man alte Prozesse hinterfragt. Und genau, mein Wunsch wäre,
dass da einfach sich ein bisschen mehr Offenheit gegenüber Innovationen einstellen würde. Mhm. Genau, zumal die Baumbranche ja nicht gerade die Branche, die da bekannt ist dafür, um halt auf die Züge schnell aufzuspringen, sondern hinsichtlich der neuen Innovationen sich immer sehr viel Zeit lässt. Thema BIM zum Beispiel. Genau, ja. Okay, so jetzt bist ja du Hochschulprofessor, lehrst natürlich zahlreiche Studierenden und auch viele Studierende hören diesen Podcast, den Blueball Podcast. Wenn du jetzt Tipp und Empfehlungen Studierenden aussprechen könntest, sowohl während des Studiums, aber auch dann nach dem Studium als Berufseinstieg, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Also es lässt sich nicht leugnen, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Das betrifft nicht nur das Bauwesen. Deshalb ja, spürt jeder junge Mensch ab und zu vielleicht mal Verunsicherung oder auch Angst vor Überforderung mit diesen ganzen Problemen, vor denen wir stehen. Aber da würde ich einfach dazu ermutigen, das Ganze auch als Chance zu sehen. Denn, das muss man auch sagen, das erste Mal in der Geschichte ist es so, dass eine junge Generation mehr, in dem Fall digital, Kompetenzen aufweist als eine ältere Generation. Sonst war das eigentlich in der Geschichte der Menschheit immer so, dass ältere Generationen eigentlich unaufholbar waren, was Berufs- und Lebenserfahrung anging. Die heutige junge Generation verfügt über Digitalkompetenzen, die sie von Geburt an erlernt haben und sind damit, zumindest was das angeht, oft im Vorteil. Und wie gesagt, das sollte man als Chance sehen, insgesamt interessiert bleiben und informiert sich halten. Aber alle, die jetzt hier schon mal beim Podcast zuhören, die scheinen das ja schon mal zu machen und sich da über den Tellerrand informieren zu wollen. Und wenn sie bis jetzt auch noch bis zum Schluss durchgehalten haben im Podcast, dann sind sie ja hoffentlich auch auf einem guten Weg dahin. Ja, sehr schön. Alright, ich stelle meinen Gästen immer am Ende des Podcasts eine Frage, und zwar die Frage nach ihrem Lieblingsbauwerk, und das mache ich auch bei dir. Yannick, was ist denn dein Lieblingsbauwerk? Mein Lieblingsbauwerk ist tatsächlich im Hintergrund hier bei meiner Videoaufzeichnung zu sehen, das ist die Akashi Kaikyo Brücke in Japan, die eine Gesamtlänge von knapp 4 Kilometern hat und die beiden Pylone fast 2 Kilometer voneinander entfernt sind. Technisch wahnsinnig anspruchsvolles Bauwerk. Da ich mich im Studium schon sehr für Statik und Stahlbau interessiert hatte, hat mich damals schon diese Brücke begeistert. Insofern würde ich die als mein Lieblingsbauwerk bezeichnen. Wenn auch das Foto nicht von mir stammt, also in echt habe ich sie bislang noch nicht sehen dürfen. Was aber mit Sicherheit noch auf deiner To-Do-Liste steht. Wenn sich die Option ermöglicht, dann auf jeden Fall, ja. Okay, sehr schön. Yannick, ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei warst. Mir hat die Folge richtig gut gefallen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, ganz viel Erfolg in der Lehre als auch in der Forschung und wünsche dir auf diesem Weg alles, alles Gute. Vielen lieben Dank, Daniel, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.